Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück, ja, zu Forest, unser Urlaubsvideo. Und unsere Urlaubsvideos. Mit mir spielt auch die Matilda! Blub, blub. Genau. Was mich hier gerade aufregt, eigenes Fundament. Ich kriege hier keinen sauberen Abschluss. Wenn ich das hier so neben mir baue, dann wird es immer ein Stück höher. Und ich weiß nicht, ob ich dann darauf auch hier diese Stämme bauen kann. Oder es wird unser hier, das reiße ich dann ab und dann wird das hier einfach hier unser, keine Ahnung, Garten, keine Ahnung. Ja, kann ich mitleben. Das Problem, was ich nur habe, ist immer, wenn ich hier eine Fläche mache, ist die grottenschief. Das ist doch nicht schlimmer. Also ich fände es nicht so dramatisch, wenn die nicht perfekt richtig ist. Ja, du, aber... wieder. Bambi. Bleib stehen. Wo läufst du hin? Wo bist du? Dass man das auch nicht von oben sehen kann. Das ist immer so ein bisschen... Ah. Bleib hier, du dummes Bambi. Ich will dich doch nur pieksen. Oh! Bis auf den einen da hinten sieht das sogar gut aus. Oh, wann stirbt denn dieses Bambi? Endlich. Mathilde, schau. Das sieht gut aus. Bis auf den einen da hinten. Den lassen wir. Weil dann sehr schön. Dachte ich mir, mache ich so länglich... Dann kommt man nämlich auch auf den anderen Stein. Hat du fein gemacht. Danke. Wie viel sind das? 57. Ja, dann habe ich ja meine Mission schon mal erkannt. Bauen. Werde dann mal hier den Wagen nehmen und mal ein paar Meter fahren und dann ein paar Bäume hacken. Ich bin immer noch auf der Suche nach Schildkröten. Das ist gut. Such mal. Ich habe auf den... Entschuldigung. Ich habe... Ja, da war noch so eine Kokosmakrönchen. Weißt du, andere arbeiten hier hart und... Ich esse Kokosmakrönchen. Haut sich dem Wanst voll. Ich habe diese Kokosmakrone im Schweiße meines Angesichts gemacht. Da darf ich die auch essen. Weihnachten ist vorbei. Nur mal so. Als Info. Das mag ja sein, aber die ist noch nicht alle Kekse. Wenn ich überlege, das Video kommt ja erst in Tagen raus. Februar. Oder so. Wir essen im Februar noch Weihnachtskekse? Nein, ich glaube, ja, das Video kommt nicht Februar raus. Nee. Müsste, warte mal, 13. 20. Nee, Quatsch. Gar nicht 20. 24. oder sowas. Ja. Das ist immer gut an Mathilde. Die macht sich immer da einen Plan und bringt genau die Folgen raus. Und ich mache immer so Pi mal Daumen. Ja, also ihr habt es bestimmt auch schon gemerkt, dass wenn es ein Video gibt, das nur Heinrich macht, ist das wahrscheinlich, kommt irgendwann raus. Und wenn ich mit involviert bin, sehe ich zu, dass das möglichst immer an denselben Wochentagen ist. Ja. Das heißt, ich bin auch diejenige, die Heinrich in den Popo tritt und sagt so, Heinrich, jetzt müssen wir aber mal wieder spielen hier, ne? Es war früher besser. Also früher ging es, aber seit die Kleine da ist, ja, ja, das ist stimmt. Vorbei. Ja, man kann halt nicht mehr so viel spielen. Es ist nun mal so. Ja. Leider. Sagen, mich persönlich stört es weniger, als ich gedacht hätte. Hier bin ich letztes lang gelaufen und waren keine Tiere. Jetzt habe ich auf einen Blick gerade drei Tierchen gehabt. Ich versuche mal zwei zu jagen hier. Ich finde die Echsen super. Die habe ich früher immer gern gesnackt. Ah, hier sind sie verdammt schnell. Das ist der schöne Wasserfall mit Fluss und so. Oh, hier ist auch ein... Voll cool. Hier kann man auch runtergehen. Scheiß Vieh.
Nice. Aber keine Schildkrötis. Ich meine, wir haben ja mittlerweile immerhin einen Dingsbums, einen Kochtopf. Das ist ja schon mal was, ne? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man einen Bogen baut. Oder ob man den zünden muss. Oh, hier ist ein Dorf, das scheint etwas größer zu sein. Mist. Dann hast du Glück gehabt, du Arsch. Scheiß Echsen, wenn die nicht irgendwie verbuggt sind, kriegst du sie nicht. Du vielleicht. Ja, hier auf offenem Feld eher nicht. Ladida, ich laufe hier einfach dumm herum. Hm. Ein bisschen dumm und stumm lief da die Mathilde rum. Ich kann ja auch jetzt nicht mehr aus dem Kopf sagen, wo die sind. Also wie gesagt, bei meiner alten Basis, da waren, kamen sie ab und zu vorbei. Dann habe ich immer gleich getötet und... Oh, mehr als zwei Behälter brauchte ich nicht alleine. Hm. Gehst du auch mal kaputt hier? Oh, ich nähere mich dem kalten Gebiet. Das ist doof, denk daran, gibt es Kälteschaden. Ja. Mach einen großen Bogen wieder zurück nach Hause. Mal gucken, was ich da so entdecke unterwegs. Aber so ein, zwei Kannibälchen wären mal ganz schlecht, wenn die uns über den Weg laufen, damit wir Knochen kriegen. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen wie bei Seven Days. Die kommen mit der Zeit immer häufiger vorbei. Hm. Später nerven die richtig. Hm. Willst du ein bisschen bauen, dann musst du schon wieder töten. Timber, Timber! Früher sind die manchmal auch richtig gut geflogen. Die Baumschiffe. Oh, ich habe Haarspray gesammelt. Haarspray. Oh, Vögel. Flammenwerfer. Ich glaube ja, das stimmt sogar. Mit einem Feuerzeug, du hast recht. Das ging, das Problem war, ich glaube, die Flamme hatten eine kurze Reichweite. Aber ich glaube, du hast recht, das ging. Weil wegen des Alkohols da drin. Ja, guck mal, ich... Ein, zwei Vögelchen. Ah, verdammt, nur ein Federig. Ich komme. Schildkröte! Da weiß ich ja gleich, was ich baue auf der, von der Basis. Ja, jetzt muss die Schildkröte nur wieder aus ihrem doofen Panzer rausgucken. Ich gehe mal ein paar Schritte zurück. Steckt sie vielleicht ihren Kopf da wieder raus. Schildkröte ist tot. Und ich kann nicht mehr Fleisch tragen. Aber ich habe einen Schildkrötenpanzer. Und ich schleppe einen Schildkrötenkopf mit mir rum, den lasse ich wieder fallen. So, Mission complete. Mathilda. Oh, die Seile sind wieder da. Cool, jo. Die sind wirklich gespawnt, cool. Das ist aber praktisch. Ja, dann können wir hier später überall drumherum Fallen machen. So, auf jeden Fall kann ich mich auf den Heimweg begeben. Denn ich habe eine Schildkröte erlegt. Ich würde ja gerne nochmal schnell... Das mache ich auf jeden Fall nicht. Oh, das war doof. Weil die sind hier mal so verlockend auf unseren... das hat man nochmal schnell gebaut, auf unseren Unterstand. Wenn man dagegen haut, macht man aber den Unterstand kaputt. Oh, da ist noch so ein Zelt. Da bei einem solchen Zelt hatte ich nämlich den Kochtopf gefunden. Aber du kannst nur einen tragen. Ja, ich weiß, aber du hast ja den Kochtopf. Ah, hab ich ja alles richtig gemacht. Oh, hier ist eine Falle. Ach nee, hier ist ein Seil, hier ist ein Dings.
Kann man runterklettern, genau. Da gehe ich aber nicht hin. Da gehe ich garantiert nicht alleine hin. Nein, 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 nein. Da unten ist noch nichts. Wenn man kurz ein Tier braucht, was man essen kann, das ist kein Star. Ein Vogel. Also du bringst ja Fleisch mit, ne? Ja, ich bin voll mit Fleisch. Dann muss ich hier mal so ein Stückchen Reh essen. Ich habe nämlich ein Bambi erlegt. Ah, ich glaube, du konntest mit Tesafilm oder Tesabandenbogen bauen. Ich glaube, Seil, Tesaband. Probier gleich mal. Also ich weiß es selber auch nicht mehr. Ich muss selber testen. Und da ist ein Kannibale. Ja, die laufen hier halt rum, ne? Ich habe bloß schon so lange keinen mehr gesehen. Ja, wir hätten mal. Haben wir das ganze Dorf getötet, ne? Waren wohl nur zwei. Die Leichen da noch liegen? Geh mal gucken. Ich würde sagen, nein, aber. Vielleicht täusche ich mich ja auch. Einfach mal, ob da noch was ist. Ah, hier liegt zwar was Totes, aber nee. Hier sind auch wieder Seile. Ich kann keine Seile mehr tragen. Ja, wie viel hast du? 4 oder so? Ja. Vielleicht sollte man mal die erste Falle bauen, damit wir Seile loswerden. Hm. So, dann hau ich erstmal hier was aufs Feuer. Aber häng dann natürlich noch was aufs Trockengestell. Ein Kochtopf hast du nicht gefunden. Hast du gefunden gehabt, ne? Im zweiten? Nein. Ja. Achso, schade. Hab ich mich irgendwie. So, das zweite Trockengestell ist voll. Ist schon fertig. Mit was? Mein gebratener Fisch, Mann. Das sieht gut aus. Aber ich glaube noch zu wissen, wo der Kochtopf war. Vielleicht ist ja ein neuer gespawnt. Ja, das kann ja sein. Die Seile sind ja auch gespawnt. Oh, hier ist ein Grab. Kannst du ausgraben, ne? Ne, da sind Kassetten drin und Fotos. Ja, du kannst Kassetten sammeln, um so ein bisschen hier die Story oder so mit. Aber ich weiß nicht, ob wir uns die gegenseitig wegnehmen oder. Weil auf dem Boot war auch eine Kassette. Mhm. Und so ein paar Bilderchen. Das
meinst du? Ich habe gerade ein bisschen laut überlegt, wo das Boot jetzt, also da das Lager mit dem Kochtopf war. Das war ein oranges Zelt auf jeden Fall. Du bist ja irgendwie rechts gelaufen. Ja, aber vorher war ich einmal kurz links. Geh ich doch nochmal nach rechts lang. Nee, das war auch rechts, weil links hatte ich es ja gesehen, okay. Weil ich bin ja links lang. Okay. War so ein gelblich-oranges Zelt war das. Da müsste ja auffallen, oder? Hm. Wenn ich es in dieser Aufnahme nicht finde, dann schaue ich nochmal in der anderen Aufnahme, wo das war. Wird jetzt nämlich schon wieder leicht dunkel. Ja, sollte es nicht mehr so weit wegrennen. Ah, ich glaube aber, ich habe das Zelt gerade wieder gefunden. Ja, das sieht gut aus. Aber es war kein oranges Zelt, aber ich sehe den Kochtopf. Ist wieder einer da, ja? Jawollo. Und Duct Tape auch, also Isolierband. So, ich habe einen zweiten Topf. Das Problem, was ich gerade habe, ist, Lampe reflektiert auf dem Bildschirm, der jetzt so ein bisschen dunkler wird. Das Dumme ist, mit diesem Schiebewagen kannst du kein Feuer anmachen oder nichts sehen. Ich dachte gerade, da steht jemand, als ich weiter weg war. Aber da sind ja die Baumstämme da von der einen Wand. Ich dachte schon, ein Kannibale ist bei uns von mir. Das waren Knochen. Weil ich hier so viele Stöcker finde, baue ich nochmal so eine Aufbewahrung für Stöcker. Mach das. Hallo, ich bin zu Hause und ich habe einen zweiten Kochtopf. Jetzt haben wir beide einen Kochtopf. Zum Trinken wollte ich haben. Ach, man kann einen Hasenkäfig bauen. Kann man da die Hasen drin dann... Ja, fangen. Ah. Ich glaube, fangen war das. Aber da hatte ich bis Pech früher mal gehabt. Vielleicht habe ich auch einfach nur Scheiße aufgestellt. Vielleicht muss man das irgendwo aufstellen, wo man selten ist. Keine Ahnung. Oder wo viel Gestrüpp ist. Kannst dir nicht sorgen. Kannibalen. Du weißt, dass wir Hausboote bauen können, oder? Nein. So, Kannibalen haben uns gefunden. Kriegen wir Knochen. Ja, ich sehe den bloß nicht. Ah, da, rechts ist er. Lass mal ein Lagerfeuer treffen. Ah, da ist er. Noch einer. Mehr. Als nur einer. Oh, das sind schon vier oder so jetzt. Ah ja, da fressen ja ihre eigenen Leute. Aua! Hm.
Aua! Aua! Hinter dir! Alter, das sind echt viele gerade. Ja, einer war schon tot. Okay, jetzt muss ich mal kurz. Komm mal mit. Ich muss mich heilen. Ich bin jetzt hier auf einem Stein am Wasser. Ist nur noch einer am Leben. Ja, ich komme. Komm zu mir, ein Sergeant. Da einer mit der, der hat eine Taschenlampe nämlich. Ey. Okay. Wenn der Sergeant uns gesehen hat, dann kommt er jetzt häufiger. Da ist er nämlich. Ah ja, und der kann Verstärkung holen. Der kommt rüber, du Sackgesicht. Das Problem ist, mein Trinken ist da drüben. Und mir ist kalt. Aha. Wir müssen hier unbedingt ein Lagerfeuer aufbauen. Wir müssen diese Plattform fertig kriegen. Aua, ich krieg Schaden. Ja, dann rüber, komm. Mach schnell das Feuer an. Trinke was. Vielleicht beobachtet er uns auch nur. Und ich muss schnell was essen. Ist alles noch nicht fertig? Das ist fertig. Weil ich habe kaum Ausdauer. Der wird noch kommen, ne? Oh, was ist da? War der tot, oder? Wir haben hier vier Tote oder so liegen. Achtung, der leuchtet noch einer, ne? Sechs. Ja, ich sehe ihn. Der ist ein bisschen härter. Hast du ihn im Blick, dann werfe ich den hier auch nochmal aufs Feuer. Oh! Wer bist du? Der ist ja schon. Der weicht aus. Oder was ist das? Das ist nicht einer mit Taschenlampe. Nee. Der ist ein bisschen härter. Versuchen wir auf die andere Seite zu kommen. Was ist Vorsicht hinter dir? Oh. Yay! Der hat eine Keule dabei, wenn du willst. Ja, habe ich. Ich ihn mal auf dem Feuer. Sehr schön. Oh, sammle ein paar Zähne ein. Jetzt können wir uns nämlich definitiv auch einen besseren Speer bauen. Jetzt müssen wir genügend Knochen über haben, weil wir die hier alle verbrannt haben. Jo, und wie gesagt, wir können die Knochen hier auf die Aufbewahrung packen. Sehr gut. Aber der Typ mit der Taschenlampe ist abgehauen, ne? Mhm. Das heißt, wir kriegen jetzt häufiger Besuch. Oh, ich muss was essen. Wir haben ja echt hier viele getötet mit den Billigwaffen. Oh, das gibt hier jede Menge, du. Ja, wir haben einige getötet. Das waren bestimmt 5 Stück. Wenn nicht sogar noch mehr. Ach, hier liegt auch noch einer. Ja, wie gesagt, die sind ja Kannibalen. Die fressen sich auch gegenseitig. Das ist irgendwie cool. So, ich baue mir jetzt erstmal einen besseren Speer. Du kannst auch später mit Knochen und so noch eine Knochenrüstung bauen. Dann hältst du ihn ja aus. Warte, was war das? Schwacher Speer mit Knochen? Ja. 2 Knochen, ne? Ah, 3 Knochen. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt fühle ich mich schon mal besser mit dem besseren Speer. So, dann mache ich das auch. Ich gehe aber auch wieder auf die Insel. Nimm mal 2 Stämme mit. Weil die Plattform hat uns echt gerade so ein bisschen den Hintern gerettet. Ja. Und ich koche mir ein bisschen Wasser auf.
Ach, war das aufregend. Du sagst es. Aber ich finde, wir haben das sehr gut gemeistert. Ja, das war sehr gut. Finde ich auch. So. Mal weg. Ja, Knochen einfach und Stoff, dann hast du irgendwas gebaut. Hier ist noch einer großer. Ups, das ist irgendwas anderes. Große? Ja, also so einer nochmal mit so einer Keule irgendwie. Taschenlampe? Wo bist du? Da hinten leuchtet der, der hier. Das ist ja der Typ, den ich meinte. Aua! Oh, ich hab den Stab geworfen. Oh, ich bin tot. Kann ich dir helfen? Weiß ich nicht. Nee, anscheinend. Oh, doch! Oh, nein, nicht pieksen! Du hast mich wiederbelebt. Ja, hab ich. Und ich hab den Typen hier getötet. Wo ist mein Speer? Keine Ahnung, aber seine Keule liegt hier. Scheiße, nein. Hier liegt doch so eine Handkeule von dir. Jetzt habe ich einen Speer gehabt. Das ist dein Wasserbehälter? Ja. Nimm den mal. Kann natürlich sein, dass ich den sonst vorhin geballert habe. Ja, vielleicht finden wir den wieder, wenn es heller ist. Aber ich glaube, das Werfen ging. Muss ich mir fürs Jagen mal merken, auf Kaninchen oder so. Auf Kaninchen, für Kaninchen. Dann baue ich mir hier raus erstmal. Ach genau, das ist ja das Leuchteding, was du meintest. Ja, ich weiß nicht, ob da gleich eine Taschenlampe rauskommt, aber... Rennt aber ganz schön lange. Oh Mann, Mann. Ein Schädel, Knochen. Oh, jetzt muss ich aber gleich essen und trinken. Ich bin zu geizig, mir jetzt noch hier Medikamente zu nehmen, weil die wachsen ja auch nicht auf Bäumen. Hm. Oh ja, das müsste ich auch. Aber wir können ja gleich eine Runde schlafen. Ja, dann muss ich aber erst recht gegessen haben. Besser wäre das, ja. Oh, der Pilz war böse. Keine Pilze essen. Okay. Jetzt muss ich nur das austrinken, dann habe ich Trinken voll, Essen voll und hoffentlich heil ich dann. Dann können wir von mir aus schlafen. Okay. Dann haben wir hier das erste Massaker überstanden. Ich habe gerade, ich glaube, ich habe mir eine Kantine gebaut aus zwei Hasenfällen. Cool, ja, irgendwie ging das. Ja, ein Beutel. Ein Beutel kann genutzt werden, um Beeren zu sammeln. Okay, ich habe einen Beutel gebaut. Ja, gut, habe ich nie benutzt. Dann lass mal schlafen. Ich speichere nochmal. Ja, unbedingt. Und ja. Wir müssen unbedingt die Plattform fertig kriegen, damit wir alles Wichtige, was wir brauchen, quasi. Ich meine, so Stämme hier, so Äste und Knochen kann man ja hier lagern. Das kann man ja später dann auch nochmal dort bauen, aber... Ah, ich bin immer... Ich habe mich gar nicht so dolle geheilt. So eine Kacke. Ich auch nicht, scheiße. Aber du musst doch essen und trinken, oder nicht? Vielleicht ist das ja ähnlich wie bei Seven Days, dass das ziemlich gut voll sein muss, alles. Dann warte ich, bis du dein Wasser gekocht hast. Mach ich meins auf. Ja, während das kocht, arbeite ich ein bisschen mit den Bäumen. Rede mal mit den Bäumen.
Hallo, lieber Baum. Es tut mir leid, dass ich dich hier abhacke, aber du bist ja Gott sei Dank kein End. Weißt du das? Dann, wenn es ein End wäre, dann hätte er bestimmt etwas dagegen getan, dass ich ihn hier abhacke. Hast du auch was zu essen drauf gelegt? Nein. Ach, weißt du was? Ich gönn mir mal so eine Cola. Irgendwie heile ich auch nicht. Ah, warte mal. Ich glaube, du musst ja auch den. Du hast ja Blut irgendwie so. Bin ich jetzt sauber? Liegt's daran? Irgendwas war mit dem Blut. Ich weiß nicht, ob die dich mit dem Blut riechen oder so. Ob die Kannibalen davon angezogen werden oder. Also ich muss auf jeden Fall aufpassen. Sobald ich einen Kannibalen sehe, muss ich laufen. Warum ist der Wagen mit 4 Stämmen beladen und du rennst weg? Weil ich ein bisschen weiter weg wollte. Ah, wie lasse ich den los? Okay. Ich hau dir einfach die Stimme. Was mich wundert, ist auch, wir sind wahrscheinlich zu spät schlafen gegangen, weil es ist ja schon Mittag. Ah, das ist doof, ja. Ich gehe mal weiter mit dem Ding weg. Okay, warte, ich wollte ja erst noch die 4 hier jetzt gleich runterkrachen drauf. Ja, die kannst du ja da zurück, die kannst ja hinlaufen, das ist halt gleich um die Ecke. Also ich fahr wirklich weiter weg. Okay. Nee, ich sag's ja nur, alles gut. Alles nicht böse gemeint, alles gut. Hier hinten sind so viele Bäume, da kann man ein paar Meterchen fahren. Da liegt da noch ein kaputter Baum. Ach, ich wollte ja mal ein bisschen gucken, was man hier so alles schön kombinieren kann. Mal ein Teiltablett kann man Gegenstände tauschen, okay. Also ich heile mich, glaube ich, echt extrem langsam. Wie gesagt, ein paar Knochen und Stoff und dann kannst du eine Rüstung bauen. Du hast daneben deine Lebensenergie so Balken. Und dann werden die weiß. Und die halten dann Schläge aus. Eigentlich mir reichen. Nee, pack da beiseite. Oh ja, ich habe Knochenrüstung an. Cool, oder? Nein. Was wollte ich denn machen eigentlich? Das weiß ich nicht. Ohne Fan.
Ich hoffe, dass die Kisten wieder nachwachsen. Ich habe gerade einen Vogel mit meiner Axt getötet. Ich bin so bad, ey. Weil da haben wir bisher die ganze Arznei gefunden, ne? Aus den Kisten. Ja. Ich glaube, ich mache ja auch noch mal so einen Pflanzkübel. Ah, es wird schon wieder dunkel, oder? Wir sind zu spät ins Bett gegangen, glaube ich. Aber ich denke, wenn wir uns ein Shelter auf der Plattform dann errichten, dann können wir auch entspannt die Nacht schlafen. Ich glaube, das ist egal, wo wir ein Shelter haben. Aber ich hätte gerne dann später. Wer schlaft für sicher? Noch ein Lagerfeuer, ja gut, das stimmt doch. Ich weiß nicht, ob die uns nachts überraschen können. Das weiß ich nicht. Du kannst ja auf dem Boden schlafen, also auf dem Boden. Oh. Es fehlen immer noch welche. Verdammte Angst. Oh, dann fällt dieser Baum hier endlich mal um, sag mal. Na, jetzt habe ich mich gerade voll gefuttert und jetzt habe ich wieder... habe ich mich ganz gut geheilt. Werde ich mal testen, ob ich einfach nochmal... mich mit Wasser so voll tränke. Ja, endlich. Oh. Ups, das Feuer. Das finde ich doof. Bist du gerade geheilt und dann gehst du ins gehst durchs Feuer. Ich brenne die letzten Lebenspunkte nochmal weg. Das wäre echt was gewesen. Ja. Das Doofe ist, die gefällten Bäume wiederfinden. So, ich kann das jetzt schon trinken. Ja, vor allem im Dunkeln, ne? Ja, ja. Vielleicht kann man auch bestimmt Fackeln bauen oder so. Ja, diese Standfackeln können wir auf jeden Fall bauen. Ich weiß, man kann später, glaube ich, findet man irgendwo in der Höhle eine Taschenlampe. Für die Taschenlampe brauchst du auch Batterien. Das hat mir jetzt nichts geholfen, nichts gebracht. Du machst vor der Haustür eine Fackel? Nein, die wollte ich da nicht absetzen. So. Nein, oh, nicht trinken. Ich wollte die Tür aufmachen, aber ich kann hier diese Tür nicht öffnen. Ja, die ist ja fertig. Ich kann die Tür nicht öffnen. Warum nicht? Woher soll ich das wissen? Ich kann sie nicht öffnen. Achso, man kann einfach gegengehen. Aha. Aber die verriegeln? Hat die doch irgendwie abschließen. Ich glaube auch, die ist falsch rum, ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, weil die eine Seite der Tür ist so abgerundet und die andere nicht. Was soll's, ich brauche Stämme. Ich trau mich nicht.
Was trägst du dich? Wollen wir zusammen Stämme holen? Ja. Folge mir. Okay. Hier an diesen Stein vorbei. Und dann müssten wir jetzt hier eigentlich schon in so einer Gegend kommen, wo hier ich Bäume gefällt habe. Okay. Hier. Oh, da hinten sehe ich. Machen wir dann. Warte mal ganz kurz. Machen wir dann Feuer aus. Oh, ich mein's auch. Ich habe hier gegenüber. Aber ich Licht gesehen. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Könnte vielleicht jemand in der Taschenlampe gewesen sein. Also so ein Kannibale. Hm. Eine Taschenlampe. Ich finde jetzt hier, gerade auf der Lichtung ging es eigentlich mit dem Licht. Okay, dann mache ich aus. Ja, ich mache die mal hier so am Rand weg. Hm. Wie gesagt, wenn ein Kannibale kommt, ich kämpfe nicht. Ich renne dann nach Hause. Oh, Scheibe, ich muss was essen. Hast du was dabei? Na, die Dings. Ah, egal. Esse ich einen Snack. Hä? Eben geschlagen? Nee. Vielleicht sollten wir uns so einen zweiten Wagen noch basteln, als jeder einen hat. Aber dann kann keiner nachts den Weg leuchten. Ah, gut, das stimmt. Ist doch Licht. Ich muss ja nur sehen, wo der Baum ist. Ist natürlich jetzt für euch ein bisschen doof. Ihr könnt nicht so viel sehen, aber wir müssen hier bedeckt sein. Sonst sehen uns die Kannibalen wieder und dann werde ich gegessen von Kannibalen. Das möchte ich nicht. Baum fällt in deine Richtung. Ja, der ging durch mich durch hier. Und das zurück. Oh, ist gerade heller geworden, weil der Baum hier weg war. Oh, der Wagen ist voll. Echt? Echt. Scheiße. Hau ich hier. Warte, was brauchen wir für einen zweiten Wagen? Ja, können wir hier bauen. Genau, bauen wir hier. Warte mal, ich suche ihn. 21 Äste. Das kriegen wir doch hin. Müssen wir nur hier rumlaufen. Ich glaube, hier sind schon überall genug auf dem Boden. Genau, wir machen die Dinger kaputt. Einer fehlt. Ah. Hab ihn. Ja, hier noch ein Baum und dann geht's ab zurück. Oder können wir beide zusammen einen Baum fällen? Geht das? Stimmt. Hier, wo ist denn einer hier? Hier, den dicken hier. Ja. Den da? Geht das? Gegenüber? Ich habe eine neue Pflanze entdeckt. Ich irgendwie auch, glaube. Ja, wir haben das doch immer zusammen. Oh, geht. Welche Richtung in meine? Super. Die ersten zwei Stämme kannst du nehmen.
auch nicht. Achso, ich nehme immer die hinteren zuerst. Und? Boah. Dann gehen wir jetzt hier im Dunkeln zurück. Warte auf mich, bitte. Scheiße, ich sehe gar nichts hier. Hier, meinen Namen siehst du, oder? Ja, deinen Namen sehe ich. Aber ich komme ja um die Baumstämme, muss ich irgendwie rumnavigieren. Solange du das Ding nicht in den See versenkst, ist alles gut. Oder aus dem See kriegst du das Ding nicht mehr raus. Ich weiß. Ah, da ist auch noch ein Baumstamm. Ich guck mal, ob ich den noch. Den kann ich noch auflösen. Scheiße. Zwei Stück. Gut, ich nehme Heilung. Ich esse mich immer voll hier. Nee, es geht Scheiße, nicht. Ich muss was essen. Das reicht nicht. Ich muss meine vorletzte Medizin. Komm her, du blöde Kuh. Gesundheit nehmen. Hinter dir, Spanner. Die Arschlöcher machen unsere Dinger kaputt. Das war, aber das war noch eine Frau, ne? Da. Au! Da ist noch einer. Ist er wirklich tot? Kann ihn doch, ich kann ihn hier hochheben. Was machen die kaputt? Scheiße, ich bin blutüberströmt. Wasch dich, sonst um Infektion zu vermeiden. Gut, da gehe ich einfach mal ins Wasser schwimmen. Ich wurde jetzt nicht groß verwundet, aber ich habe leider meine vorletzte Arznei verschwendet. Okay, ich habe dann noch Arzneien. Ich habe die nicht gesehen, ich habe die nur gehört. Ach, ich wollte doch auch noch so einen Wassersammler bauen. Ich habe doch extra hier eine Dings ge... Oh, ich habe da einen Speer, glaube ich, gefunden. Schildkröte, meinst du? Hast du die Schildkröte getötet gehabt, oder was? Ja! Oh, du baust keinen Wassersammler. Ich dachte, dass du das aufstellen wolltest, aber egal. Warte mal. Wo soll ich den Wassersammler hinstellen? Hier oben, ich baue ihn hin. Den will ich da nicht, dass die den kaputt machen. Das hier irgendwie hin? Hä? Ich seh den nicht. Kann nichts aufstellen. Ja, auf dem Stein geht nichts aufzustellen. Hm. Hier vorm Stein? Ja. Hier so. Ja. Eine Frage, wenn der drin steht, sammelt sich dann da drin auch Regenwasser? Ah, gute Frage. Also logisch wäre es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hol mal kurz meinen Wagen, ne? Ich dachte mir nur gerade wegen der Schildkröte, wir haben ja jetzt ein bisschen gesucht und wollte ich jetzt nicht draußen so stehen lassen. Naja.
Ey, brenn mal da ab, Junge. Ja? Genau, ich muss mir was zu trinken machen. Das Feuer gerade nicht an. Nein! Machst du? Ich bin ins Wasser geflutscht. So, jetzt verbrenn doch mal Geselle hier, du. Genau, ich will mir einen Wassertopf kochen. Hä? Ich kann den Wassertopf nicht hochnehmen. Du hast ihn noch nicht fallen gelassen, oder? Nein, ich hab den in meiner Hand. Der war in meinem... Hä? Hier liegt doch einer. Ja, ich weiß. Aber das ist nicht meiner und das ist der, den ich nicht hochheben konnte. Warte, ich kann ich meinen wegschmeißen? Oder kann ich den auf dem... Hä? Ja, mit drei. Einer ist doch auf dem Wasser. Auf den... Hä? Ja, den habe ich da gerade hingestellt. Aber den hier, der liegt, kann ich nehmen. Jetzt haben wir da zwei. Habe ich meine rausgeschmissen? Nö. Du hast jetzt einer liegt da jetzt, aber ich habe einen in meinem Menü, Inventar. Ich sehe drei, zwei Symbole. Nicht verbrennen, geh ins Wasser, 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 Wasser. Hab Durst, finde sauberes Wasser. Hä? Ich verstehe das gerade nicht mit dem Kochtopf. Wieso habe ich den wieder im Menü? Wieso liegt der daneben? Scheiße. Was ist denn? Ins Wasser gefallen. Das Symbol gerade nicht zum Bauen. Das hatte ich auch nicht. Deswegen bin ich auch ins Wasser gefallen. Weil weil hier noch ein Stamm drin liegt. Das vielleicht? Ja. Das war das Problem. Hä? Da ist noch ein Stamm im Wasser gewesen. Also irgendwie ist es gerade bei mir total verbuggt. Ohne Scheiß, ich mache hier gerade einen Topf nach dem anderen. Jetzt liegen hier schon zwei Töpfe daneben und ich kann kein Wasser trinken. Ja, es sind immer mehr Töpfe. Ja, ich kann die aber nicht nutzen. Warte mal, ich mach das jetzt auch mal. Ich hol jetzt mal Wasser. Ich habe jetzt erstmal eine Cola getrunken. Kann ich jetzt hier kein Wasser mehr holen? Gut, ich glaube, wir machen jetzt mal... Ich will jetzt hier noch warten, bis das Wasser fertig ist. Ach so. Weil ich konnte gerade kein Wasser holen. Nicht, dass es jetzt so ein bisschen verbuggt ist, weißt du? Wie ich vermutet habe, als ich auf einmal meine Töpfe magisch vermehrt habe. Buggy. Jetzt schon wieder! Ja gut, komm, bevor die Töpfe weg sind oder so... Und wir verhungern, ja, dann, liken, kommentieren nicht vergessen, abonnieren, die es noch nicht getan haben, und, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao! Tschüss!